Trotz dem Nicht-Stattfinden von der Pfingsten nächstes Jahr soll in der Winterthurer Altstadt vom 12. bis am 16. Mai gefestet werden. Unter dem Namen «Eine Welt in Winterthur» soll der traditionelle Markt durchgeführt werden. Ins Leben gerufen hat die Veranstaltung Daniel Bühler. Er hat die Afropfingsten gegründet und bis im Jahr 2012 auch geleitet. Afropfingsten ist vor allem wegen der Grosskonzert-Konkurs gegangen. Wir machen den Markt zuerst einmal und dann schauen wir nach Partnersuchen, zum Beispiel Musikclubs, die aber das selbsttragend dann selber machen. Im Vergleich zu der Afropfingsten sei eine Welt in Winterthur aber viel freier. Das vor allem in Bezug auf das Datum und die Thematik. Für die Non-Profit-Organisationen sind die Afropfingsten immer eine gute Möglichkeit gewesen, sich zu präsentieren. Die Klimaschutzorganisation My Blue Planet ist darum froh, dass es jetzt eine Ersatzveranstaltung gibt. Es ist immer wichtig, dass man sich vor allem an der Homebase, also wo unsere Geschäftsstelle ist, dass man sich da direkt aktiv einbringt. Insofern Dötten und Kiel ist eine schöne Ambiente, dort gehören wir hin. Eine Welt in Winterthur kommt aber nicht bei allen gleich gut an. Der Stadtpräsident Michael Künzle ist zwar froh, dass es zu Winterthur Leute gibt, die fähig sind, in kürzester Zeit so ein Projekt auf die Beine zu stellen. Begeistert ist er von dem aber nicht. Wir hätten es besser gefunden, wenn so ein Afro-Pfingsten-Anlass einmal ein Jahr aussetzt, alles aufräumt, was da noch oben ist, das Konzept überarbeitet und so, dass man eigentlich fit wäre, für in zwei Jahren wieder weiterzumachen. Und jetzt kommt so eine Ersatzveranstaltung. Da haben wir nicht gerade so grosse Freude dran. Finanziert wird eine Welt in Winterthur mit den Märtfahrern. Von der Stadt gibt es für die erste Ausgabe der Veranstaltung keine Finanzspritze. Bevor im Mai die ersten Stände aufgebaut werden, muss die Veranstaltung jetzt noch bewilligt werden.